Servus, grüß euch und hallo zum Aftermatch-Talk von 1889FM. Heute zu dritt. Das einmal bin ich, der Tom, mein Co-Kommentator, der Wimmer, grüß dich, servus. Und der Robert. Servus, Robert. Servus. Ja, ein Spiel mit Auf und Abs ist hinter uns. Unzufrieden kann man jetzt auch nicht ganz, aber zufrieden auch nicht. Ja, ich würde mal sagen, starten wir direkt rein und gehen wir es mal durch. Kurz mal mit der ersten Halbzeit. Wie habt ihr es hier gesehen? Also ich war absolut erstaunt darüber, dass wir es doch geschafft haben, Emotionen auf den Platz zu bringen. Zweikampfhärte war da, das Pressing hat funktioniert, hat nicht alles super nach Fußball ausgesehen, aber ich habe eher die Befürchtung gehabt, dass wir mit vollen Hosen in die Partien gehen und das habe ich in der ersten Halbzeit nicht gesehen und folgerichtig hatten wir auch mit der größeren Chance das 1:0 und wer macht es natürlich? Noah Garnaus, viel kritisiert, auch von 1889FM. Auch von mir. Aber da hat er eiskalt das Ding eingeschoben, war auch wenig Druck. Der Pass war auch phänomenal gut. Schiedsrichter muss man auch loben, hat den Vorteil laufen lassen. Es gibt Schiedsrichter, die pfeifen das überstürzt ab und dann kommt die Chance gar nicht zustande. Ja, also so gingen wir verdient mit 1:0 in Führung und ich war bis zu dem Zeitpunkt eigentlich recht glücklich. Ich würde den letzten Aspekt gleich aufgreifen. Tobi Reichel als Schiedsrichter heute Top-Job, hat eine klare Linie gehabt, hat vor allem aus SSV-Sicht glücklicherweise diese Situation laufen lassen, hat sich der SVW auch ein bisschen beschwert, weil es war schon ein bisschen undurchsichtig, aber im Endeffekt richtig auf Vorteil zu entscheiden. Und was du auch gesagt hast, Robert, was ich sehr richtig finde, es hat mal wieder nach Fußball ausgesehen und es war ganz anders als letzte Woche. Und man musste ja schon Angst haben, kriegt die Mannschaft das aus den Knochen? Diesen Auftritt gegen Saarbrücken, der vor allem in Halbzeit 1, ja ich sag mal, blutleer war. Da musste dir wirklich Angst und Bange werden, was diese Relegation angeht. So allerdings eine erste Halbzeit, die durchaus ansprechend war, in der der SSV mehr vom Spiel hatte. Anfangs Hektik, dann der SSV gut in der Partie, der Führungstreffer. Aber dann, ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt, aber dann für mein Dafürhalten ein bisschen zu wenig selbst gemacht. Dadurch Wiesbaden besser in der Partie. Und die Halbzeit kam dann auch zu einem guten Zeitpunkt, aus der Ansicht. Es ist halt immer diese Thematik, wo du halt einfach bei unserem Spiel hast. Unser Spiel basiert ja irgendwo auch darauf, dass du den Gegner sein Ding machen lässt, aber halt dementsprechend pressen sollst, um sie zu federn, zu zwingen, um sie dazu zu zwingen, dass sie unruhig werden. Und das hat, wie gesagt, das Spiel war wie so ein Aktienchart, mal oben, mal unten, mal wieder oben. Und teilweise hat es sehr gut geklappt und in diesem Moment war unser Pressing auch da. Also ich habe noch ein paar Situationen in der ersten Halbzeit im Kopf, wo Stritzel dann mittendrin von unseren Spielern angelaufen wurde, ja? Wo sie dann auch versucht haben, den Druck zu machen. Du hattest aber dann auch zeitweise wieder so Phasen, wo du halt Wiesbaden einfach wirklich machen konnte, was sie wollen. Ja, und wie du dann gesagt hast, eigentlich der Zeitpunkt kam schon recht gut. Die Mannschaften waren auch, ja, dementsprechend fertig. Wie es halt dann im Endeffekt war, man konnte ahnen, dass Wiesbaden nicht zufrieden war. Mündete dann auch in einem Wechsel von drei Leuten, die auch davon zwei eingeschlagen haben wie die Bombe. Also vor allem die Nummer 20, glaube ich, ist das Lied, die Leihgabe von Bayern. Die hat ja einen unglaublich guten Job gemacht. Also sehr viel Unruhe gesorgt neben dem Verteidiger Wipowitsch, der Mann des Spiels, der von den Wiesbadenern. Und ja, die zweite Halbzeit hat dann eigentlich schon mit sehr viel Wiesbaden das Spiel bekommen. Wiesbaden auch schon teilweise sehr dominant. Jetzt nicht überlegen, aber dominant. Ja, und dann kam das, meiner Meinung nach, was uns die ganze Saison auszeichnet. Aber Robert oder Daniel, das überlasse ich euch. Wie habt ihr dann die Gegentore gesehen? Zwei Slapstick-Gegentore. Das war einfach der typische Jahnsinn, wie immer. Natürlich hat es Wiesbaden so ein bisschen erzwungen mit ihrem Pressing, aber beide, also das erste Tor war schon verteidigt. Das musst du eigentlich, das darfst du dir dann nicht mehr fangen. Zugriff ist das Zauberwort. Ja, Zugriff. Und das zweite, da schafft halt Faber den Pass auf 3 Meter nicht. Ziegele, anstatt dass er den Ball wenigstens noch irgendwie, also wenn er ihn schon nicht unter Kontrolle bekommt, muss ihn halt einfach wegrotzen oder durchlassen zum Aus. Aber so verliert er den Ball und dann kann er ganz alleine aufs Tor zu laufen. Und ich glaube, dann hätten wir es eigentlich eh auch schon nochmal verteidigen können. Aber natürlich, wenn der dann mit Tempo 2-1 Überzahl aufs Tor läuft, und so fangen wir uns das. Und dann habe ich gedacht, scheiße, jetzt kommen wir ins Schwimmen. Und das ist ja eigentlich schade, weil Wiesbaden hätte ja viel mehr zittern müssen, nachdem sie das 1-0 bekommen. Aber die haben da sau abgewichst weitergespielt. Eigentlich sah es nicht danach aus, als würden wir nochmal zurückkommen und dann kommt das Tor aus dem Nichts. Ja, von Abstiegsangst war bei Wiesbaden, finde ich, allgemein wenig zu spüren. Also die hatten nicht einen dominanten, würde ich nicht sagen. Sie hatten insgesamt einen ordentlichen Auftritt und mit ordentlich Souveränität sind sie hier schon angetreten. Das kann man schon so sagen. Und diese beiden Gegentore, auch zweimal das Gleiche, ordentlich kombiniert, in den Strafraum gekommen, dann kommt die Abschlusssituation so halb zustande, so halb nicht, dann ist mal ein Verteidigerbein dazwischen, dann ist mal Gebhardt kurz da, aber irgendwie fällt die Murmel dann rein.
Zugriff ist eben genau das Zauberwort. Ich weiß nicht, ob wir Felix Gebhardt da sagen müssen, dass er hin muss. Glaube ich nicht. Ich würde sagen, das ist eine Verteidigersache. Dass, wenn da wollte jeder von allen drei zu viel und jeder hat die falsche Entscheidung getroffen. So kann man es zusammenfassen. Ja, wenn der Ball nämlich im Strafraum schon ist, dann darf ich den Stürmer nie drehen lassen. Und das zweite Tor ist Hun Yoo Lee, der Koreaner, den du angesprochen hast, Tom, ist der Einzige, der in dieses Zweiergespann hineingeht und im Endeffekt dann der Nutznießer dieser Situation ist. Und dieser Isledale war auch der, der den Bräunig-Kopfball dann von der Linie kratzt. Also da hätte es ja schon vorher 2-2 stehen können. Und dann kommt dieser Kota-Moment, da vergessen sie ihn einmal auf der linken Seite, bereitet das erste wirklich sehr, sehr stark vor und macht das zweite. Und die Kollegen vom Kicker haben in der Schlagzeile geschrieben, Kota rettet Regensburg das 2-2. Ja, stimmt, unterschreibe ich. Ja, man muss halt auch sagen, wie sie gesagt haben, im Endeffekt, du hast, das heißt immer so schön, man muss ja manchmal im Leben immer diese krassen Gegensätze sehen und das hast du eigentlich da wirklich schön gesehen. Ordentlich rausgespielt, ordentlich angegriffen und absolut unordentlich verteidigt. Ich habe jetzt schon ein paar Kommentare, die gesagt haben, nimm mal den Ziegel raus, der ist fertig, ob es jetzt nur an ihm lag oder nicht, weil er hat auch schon ein ziemlich starkes Spiel gemacht. Also da hatte ich am Anfang meine Zweifel, ob der den Salah so gut ersetzen kann. Meines Erachtens hat er das sehr, sehr gut gemacht. Ja, aber das darf so nicht passieren, das darf im Rückspiel auf keinen Fall so passieren. Man sieht sich ja, finde ich auch ein bisschen so durch den letzten Teil der Saison, diese Unkonzentriertheiten, dieses unordentliche Spiel. Und da müssen wir definitiv eine Schippe drauflegen. Wie gesagt, wir können uns sehr bei Dominik Kota bedanken, weil an einer Sache ich auch noch einhaken musste, gesagt, dass man hat nichts von Abstiegsangst gespielt bei Wiesbaden, hast du gemeint. Das sehe ich nicht ganz so. Ich würde es vielleicht nicht Angst nennen. Aber Nervosität war schon da. Also da waren schon einige Diskussionen zwischen den Spielern am Platz mit dem Co-Trainer, wo ich auch sagen muss, also ich glaube, wenn jetzt bei uns einer so wie Gino Fechner mit dem Trainer während dem Spiel diskutieren wird und so mit den Schultern so, ja, was soll ich machen, würde es bei uns so nicht geben. Ich glaube, das würde man da nicht zulassen. Das fand ich schon bezeichnend. Aber nur in dieser Phase nach dem 1-0, finde ich. Also da haben sie ja, auch... Ja, am Ende. Echt? Ja, okay, am Ende hast du einmal so das Bild, so hast du also Diskussionen sind zwischen dem Fuonic und dem anderen, aber der, wie gesagt, für mich auch Man of the Match, allgemein der Verteidiger von Wiesbaden, ich kann ihn nicht schnell ausreden, der Fuonic oder wie man sagt, wirklich brutal, aber der hat dann sich ja beschwert gesagt, hat, Leute, spielt's heute zurück und spielt's heute fest. Ja, bei mir ist es auch in der ersten Halbzeit ein, zweimal aufgefallen, da haben sie das Spielen eingestellt, weil sie dachten, das Schiri pfeift eh Handspiel, anstatt halt einfach durchzuziehen. Und sowas regt mich bei unserer Mannschaft auf, das habe ich aber dieses heute nicht gesehen. Heute war es, glaube ich, eher auch das 2-1. Ja, da war die Puste schon raus. Ziegele ist auch nicht gewohnt, Außenverteidiger zu spielen. Faber hat sich aufgearbeitet und dann fehlen dir die Kaderoptionen. Unser Kader, das merkt man einfach, jetzt zum Ende der Saison ist zu dünn. Es ist eigentlich ein Wunder, dass wir jetzt noch Relegation spielen teilweise. Du hast zwar dann, also du hättest vielleicht noch irgendwie Jonas Bauer oder so bringen können, aber es ist... aber es ist trotzdem, ja, also ich hätte es als Trainer auch schwer gehabt, jetzt hat Ziegele und Faber irgendwie zu ersetzen. Wir haben es dann irgendwann gemacht, aber da war das Kind schon eigentlich kurz in den Brunnen gefallen. Ja, da fehlt es halt auch noch an Optionen, ja. wenn du solche Spiele gewinnen willst. Und ich bin halt froh, dass es am Ende 2-2 ausgegangen ist. Ja. Also du hast gesehen, wir können phasenweise Wiesbaden auch ja überrennen. Also wir können auch besser sein als Wiesbaden. Aber hier sieht man halt natürlich, die geben sich nicht auf, die werden sich im Heimspiel nicht aufgeben. Ja, es wird schwer für uns, aber zumindest macht ja phasenweise das Spiel Hoffnung. Man muss halt die Konstanz reinbringen und ob wir das jetzt auf diese 3 Tage noch hinbekommen, manchmal bezweifeln, da musst du wahrscheinlich wieder über Emotionen gehen dann. Ohne Emotionen geht es in der Relegation, Punkt 1 und Punkt 2. Bei der Causa Ziegele, die wird es nicht mehr geben, weil Salah zurückkommt. Er hat ja gelb gesperrt gefehlt. Das heißt, diese Option ist zumindest wieder da. Wobei ich auch finde, er hat es nicht schlecht gemacht. Nein, aber du hättest natürlich so ab 60. Minute hätte er eine Pause gebraucht. Vermutlich, ja. Es ist natürlich vom Laufpensum schon was anderes, ob du außen oder innen spielst. Und er sieht bei diesem Gegentor natürlich blöd aus, aber kriegt halt auch einen absolut beschissenen Pass, ja. Semi-optimalen Pass, im Endeffekt das Gleiche. Ja, genau, aber ich sagte ja auch, Faber war auch fertig zu der Zeit schon. Gesagt, also wo ich da bloß einhaken möchte nochmal, ist an der Stelle, wo du gesagt hast, eben auch mit dem, dass man sich auffallen lässt, ist es halt auch wieder ein Kritikpunkt, wo man ja auch dich immer schimpfen gehört hat im Zündfunk, wo Dominik Kota sich vorne mal hinfallen lässt. Leute, es gilt immer noch, das Spiel ist erst unterbrochen, wenn der Schiedsrichter pfeift und nicht, wenn du dich fallen lässt. Also dann lieber aufstehen und nochmal weiterfighten. Ja, aus meiner Sicht hätte er da ja schießen können. Warum will ich da unbedingt den Freistoß an der 16er Kante? Dann spitzel ich halt nochmal. Ja. Und ansonsten, Thema Emotionen nochmal, muss man auch sagen, was mir einfach sehr imponiert hat, was mir sehr gut gefallen hat,
einfach, wie wir die Emotion mitgenommen haben, vom Anfahren mit dem Bus, dass die Mannschaft mit dem Bus kommt, von unseren Ultras empfangen wird. Sie sind mit einer breiten Brust aufgetreten. Hat mir alles sehr gut gefallen und ist alles auch noch schön, weil du gesagt hast, wir haben einen zu dünnen Kader. Man darf aber natürlich trotzdem nicht vergessen, durch Agi, durch Hottmann, der verletzt ist, durch Hut, der jetzt auch verletzt ist. Und ich glaube, noch einer hat doch immer mal wieder was gehabt. So, wir haben halt immer 3, 4 Verletzte. Klar, ja, es ist immer nur zu dünn, aber es sind halt trotzdem auch 3 Spieler, die fehlen. Der Talik fehlt auch noch natürlich. Ja, schön, ja, genau, siehst du, eigentlich dann sogar 4. Von daher, wie gesagt, wenn wir diese Energie, diese Emotion, diese Leidenschaft und auch die Konzentration mit ins Rückspiel nehmen können, dann ist alles drin. Wiesbaden ist definitiv nicht unbesiegbar. Da, ganz, ganz klar. Und da möchte ich auch noch da ergänzen, starke Leistung heute von Hans-Jakob-Tribüne, von S1 bis S3 rüber und natürlich der Kern in der Mitte S2, sau, sau laut, sehr oft gepusht, natürlich auch mal 10 Minuten Durchhänger gehabt, als dann auch unsere Mannschaft einen Durchhänger hatte. Aber wenn wir auch auf den Rängen auswärts so agieren, dann wären wir trotz nur 1200 verkauften Tickets, nicht weil wir nicht mehr wollten, sondern weil wir nicht mehr kriegen. Wahrscheinlich Wiesbaden zum Heimspiel machen, habe ich keine Sorge, weil auch der Anhang von Wiesbaden war heute auch nur phasenweise zu hören. Das war schon sehr süß, wie sie versucht haben mit scheiß Regensburg, ne? Das war. Das habe ich gar nicht gehört. Ja, einmal kurz, da haben unsere gerade Luft geholt. War schon niedlich. Dann machen wir noch den Deckel auf heute und Blick auf Dienstag, ihr habt schon angefangen. Ich würde kurz Zusammenfassung machen. Keine Angst, aber durchaus Respekt vor Wiesbaden, weil die Mannschaft eiskalt sein kann, wenn sie die Chancen bekommt. Das muss ein Learning sein von heute. Ich denke, dass es mit individuellen Fehlern steht und fällt tatsächlich. Das war auch heute einer der Knackpunkte und denke ich, wird es auch am Dienstag werden. 90 Minuten konzentrierter Fußball mit viel Emotionen. Da muss dann auch nicht jede Ballannahme passen, aber zumindest diese Dummdeppenfehler könnte man abstellen. Und dann sehe ich auch, ja, die Chancen sind da. Vielleicht auch sogar am Ende im Elfmeterschießen, wo beide noch die 4 aufstellen oder 5 aufstellen können, die noch irgendwie laufen können am Ende. Weil auch Wiesbaden mit Krämpfen am Ende. Ja, ich sag's einfach, wie es ist. Dienstag, Yannick Graf macht sich zur Legende. Bleiben wir dabei. Ja, so. Wette bitte drauf. Das hat bestimmt einen 2000er Quote oder so. Wie ist an unseren treuen Fan, den Justin. Deine 1889 Euro habe ich nicht vergessen. Gut, jetzt kommen wir in den Schmarrn rein. Also in diesem Sinne machen wir einen Deckel drauf. Letztes Heimspiel, Endeffekt der Saison. Schön, dass wir es zusammen verbracht haben. Nächste Saison auch wieder dabei, beim Rückspiel dabei. Macht es gut von meiner Seite. Ciao. Und ja, gehen da recht rabiat zu Werke. Der Ball aber vorne frei, deswegen lässt der Schiedsrichter wahrscheinlich laufen. Kota steckt den Ball durch auf Garnas. Garnas gegen Stritzel. Ja! Ja! Das ist die Strafe! Jawohl! Noah Garnaus macht das erste Tor in dieser Zweitliga-Relegation. Und es ist die Führung. Der SVW im Ballbesitz über Vukotic, der ein flaches Ding hereinbringt. Und die Chance könnte da sein für Ivan Pritzain. Pritzain, immer noch Wiesbaden. Und das Tor. Robin Häuser nutzt dieses Tohuwabohu und bringt den SVW zurück ins Spiel und schafft den Ausgleich. Ziegele bekommt einen sauberen Ball und legt ihn auch noch vor für Gino Fechner. Gino Fechner, taktisches Foul von Ziegele, aber immer noch Prezain, Gebhardt, aber die Nachschusschance nicht richtig getroffen. Wieder so eine Tohuwabohu-Situation. Ayodele-Tor! Vorwärts zu Bulic in die Mitte. Bulic zieht Richtung Zentrum rüber zu Geipel. Geipel geht es gerade nach vorne. Dribbel 2 aus, steckt durch zu Feed. Feed in den Strafraum zu Kota. Kota legt rüber. Und jawohl! Was für ein Strahl! Und ich hab's gesagt, er soll direkt schießen! In einer Phase, in der wir uns Sorgen machten um den SSV. Jahren erlöst Dominik Kota. Ganz Regensburg, die ganze Hans Jakob und macht das Tor. Findet die Antwort auf die 2 Treffer, die die Gäste erzielen konnten.